Ich möchte einfach nochmal aufrufen, dass wir die positive Vision hochhalten, so wie Catherine Turner es gesagt hat. Es gibt einfach schon so viele Menschen, die sich jetzt doch auf diesen Weg gemacht haben. Wie auch immer man es nennt, wie auch immer sie diesen Weg gehen, ich sag mal, die aufwachen, die erwacht sind. Es ist gar nicht mehr möglich, diese super dunkle Vision jetzt hier, ja, dieser neuen Weltordnung im Sinne der Negativität, der dunklen Seite hier in die Welt zu bringen. Das ist meine große Hoffnung. Dafür sitze ich jetzt nochmal hier. Und ich möchte aber tatsächlich dann jetzt an dieser Stelle was ganz anderes bringen. Videotipps im Hinblick auf Aufklärung zur Lage. Vielleicht morgen wieder. Ach ja, und was ich gesagt habe da gestern in Bezug auf Österreich. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es ist ja auch im Netz, dass amerikanische Soldaten in Salzburg und so weiter sind. Und dass dort praktisch eine Deep State-Säuberung schon in vollem Gange ist. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich hoffe. Denn die die Dinge so sehen, die hoffen das natürlich alle. Aber genauso habe ich ja noch erwähnt, dass es auch da Bilder im Netz gibt und Aussagen, dass da jetzt auch mal eine Flüchtlingswelle doch nach Österreich reingeschwappt sein soll. Ja, und es hieß ja mal, der dunkle Plan, ein Teil der ursprünglichen Bevölkerung, soll ersetzt werden. Das glaube ich jetzt einfach nicht mehr. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ich hoffe nicht. Nichts gegen die Ausländer, die dort schon leben oder eben auch hier im Land. Ja, jetzt sind sie hier. Tatsächlich ist es so, dass die Bundesregierung vor vielen Jahren, das ist diese PDF, die im Netz kursiert, ab Seite 55, einen ziemlich genauen Pandemieplan da beschrieben hat, so wie er jetzt abläuft. Da kann man natürlich sagen, das heißt noch lange nicht, dass sie von Wuhan wussten und dass sie auch wirklich wussten, dass zwei Monate später hier doch verstärkter ankommen wird. Ich halte das aber für sehr wahrscheinlich mittlerweile. Vorspielen möchte ich aber was ganz anderes, einfach im Hinblick auf. Wir vergessen manchmal die Einzelschicksale, bei wem es bislang so ist, dass er zwar davon hört, aber persönlich davon noch nicht betroffen ist. Das heißt, dass es keine Menschen sind, die er persönlich kennt, aus seinem nahen Umfeld. Wenn das passiert, dann hängen da noch ganz andere schwere Schicksale dran. Dass ein Mensch im Krankenhaus alleine liegt und nicht besucht werden darf. Und selbst Koma-Patienten bekommen ja noch mit und brauchen die Nähe, die Liebe der Angehörigen. Dass alte Menschen nicht besucht werden dürfen, wenn sie im Sterben liegen. Dass die Angehörigen nicht Abschied nehmen dürfen. Dass auch dann, wenn der Mensch zu Grabe getragen wird, dieses Abschiednehmen sehr, sehr stark beschränkt ist auf die ganz kleine Gruppe der nächsten Angehörigen. Ich weiß, viele finden das richtig, aber ich möchte jetzt doch mal etwas vorspielen. Und ich werde dazu einfach ein Bild hochhalten. Ja, man muss ja, man soll ja einfach, ich rede nicht, es ist auf dem anderen Handy, ich wusste jetzt gerade nicht, ich habe da jetzt nicht so die Möglichkeit, ich muss das Ganze mal auf dieses Handy transferieren, dann hätte ich das, die Sprachnachricht wohl auch einfach auf YouTube stellen können. Aber so, ich spiele es ab. Laut genug, hoffe ich. Oh, und halte währenddessen ein Bild hoch. Ja, einfach, damit man sich gut konzentrieren kann und ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit hier sitzen, das wäre ja ganz dumm. Also irgendwie unangemessen. Gut, ich fange jetzt mal an, das abzuspielen. Das ist mein Lieblingsnetz. Mit Gelinde Jericke and Friends. Jeden Morgen von 5 bis 10. Was glauben Sie denn, wie gefährlich ist denn? Das hört sich erstmal ein bisschen reißerisch an, aber dann jetzt bitte. Dieses Virus hat den gleichen Krankheitsverlauf, die gleichen Krankheitsverlauf wie Atemwegserkrankungen und damit ist es vergleichbar mit Influenza. Es ist im Verlauf vergleichbar wie Influenza und insbesondere, was für uns sehr wichtig ist, in den morbiden
Morbiditätsraten, also den Todesraten. Dort liegen wir bei Influenza in etwa auf zwischen 0,5 und 1%. Und das ist eine Größenordnung, die dieses Virus auch erreicht. Heißt, meine Grundhaltung ist, wir haben es hier mit einem Coronavirus zu tun, welches in etwa die gleiche Gefährlichkeit besitzt wie Influenza. Nur wir beobachten es jetzt schärfer. Wir schauen genauer hin und deshalb fallen uns Dinge auf. Das kommt einem ja eigentlich gar nicht so vor. Wenn man hört, in Madrid wird alle 6 Minuten ein Corona-Toter aus dem Krankenhaus geschafft. Da denkt man natürlich, ich hab's auch gleich und dann geht's ganz schnell zu Ende. Das ist korrekt. Nur ich bin der Meinung, dass wir zum einen eine Berichterstattung haben, die sich natürlich jetzt darauf fixiert, dass jeder Mensch, der Corona hat und verstirbt, an Corona verstorben ist. Das ist falsch. Die meisten Menschen, die wir jetzt als Todesfälle zu beklagen haben, wären entweder so oder so gestorben. Und zwar sind sie mit Corona gestorben und nicht an Corona. Mhm. Sehen wir insbesondere in Italien, wo was ja wirklich uns ins Auge sticht, die hohen Todesfallraten, über 10% der Infizierten. Wobei wir zugrunde legen müssen, welche Zahl der Infizierten wir als 100% annehmen. Und dort bin ich mir mittlerweile mit dem RKI sogar einig, dass die Anzahl der Menschen, die sich über Corona oder mit dem Covid-19 angesteckt haben, um ein Vielfaches, ich würde fast sagen Faktor 10, höher ist als das, was wir messen. Als das, was also in den Tests nachgewiesen wird. Und wenn wir eine solche Zahl zugrunde legen, erscheinen die Todesraten plötzlich wieder deutlich geringer, weil ja mein 100%-Wert höher ist. Aber warum sind denn da auf einmal die Krankenhäuser so überfordert und so voll? Weil wenn wir die Krankheit jetzt mal mit der Grippe vergleichen, was Sie ja gesagt haben, es ist eigentlich ungefähr ähnlich. Also ich erinnere mich, vor 2 bis 3 Jahren, da hatten wir eine ganz große Grippewelle mit 25.000 Toten. Da hat erstens niemand von gesprochen, das war nicht mal eine Schlagzeile wert. Und zweitens kam auch nirgends die Meldung, das Gesundheitssystem ist überlastet. Und jetzt haben wir in Deutschland 94 Tote und alles wird dicht gemacht. Das ist unverhältnismäßig. Und das ist etwas, was ich schon seit vielen, vielen Tagen auch deutlich und öffentlich sage. Die Reaktion der Politik ist unverhältnismäßig. Sie ist autoritär, sie ist rechthaberisch, sie ist maßlos. Keine Frage. Und wir würden als Bürger doch eher erwarten, wissensbasiert, vernünftig und maßvoll unterrichtet und behandelt zu werden. Warum sind die Krankenhaussysteme überlastet? Ich möchte mal mit Deutschland anfangen. Das deutsche System ist zurzeit nicht überlastet. Im Gegenteil, ich finde es hervorragend, dass es möglich ist, schwerkranke Patienten aus dem Elsass, schwerkranke Patienten aus Italien hier in unser Krankenhaussystem aufzunehmen und zu behandeln. Das ist ja im Moment der Fall. Ich finde das hervorragend, zeigt mir aber, unser System ist noch nicht überlastet. Diese ganzen Systeme gerade in Südeuropa, je weiter sie nach Südeuropa gehen,